In der nicaraguanischen Hauptstadt Managua befindet sich die größte Freihandelszone Zentralamerikas. Vor allem koreanischen und taiwanesischen Textilunternehmen dient sie heute als Steuerparadies, nachdem sie in den 70er Jahren von Diktator Somoza gegründet worden war. Aber dieser Freihandel hat auch seine Schattenseite. Die meisten Leute arbeiten hier für einen Hungerlohn. Sie verdienen zwischen $2 und $3 am Tag. Damit kann man kein menschenwürdiges Leben führen. Die riesigen Werkshallen zwischen den Lehmhügeln der Wüstenstadt gehören vor allem US-amerikanischen und japanischen Großkonzernen. Maquilas oder Maquiladoras werden diese Auslegebetriebe genannt, die aus den niedrigen Löhnen der Arbeiterinnen gigantische Profite schlagen. In Ciudad Juárez arbeiten in ihnen zurzeit über 200.000 Beschäftigte, hauptsächlich junge Frauen, die aus den verarmten ländlichen Regionen stammen. Vor allem Adidas und Nike haben hier, wie auch anderswo, mit der Fußball-Weltmeisterschaft große Geschäfte gemacht. So verkauft Nike zum Beispiel das in El Salvador produzierte Hemd der brasilianischen Nationalmannschaft um $100. Davon erhalten die Maquila-Arbeiterinnen ganze 13 Cent. Außerdem werden die Frauen einem psychologischen Test unterzogen, um festzustellen, ob sie einen rebellischen Charakter haben. Denn dann könnten sie ja etwa auf die Idee kommen, eine Gewerkschaft zu organisieren. Und das will das Unternehmen um jeden Preis verhindern.